Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder eine Kakerlakenparty, das heißt heute ist Samstag, heute ist Hörspieltag. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern alle Telefongespräche aus der vergangenen Woche noch einmal, nur eben ohne meine Kommentare, hintereinander weg. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Schau, Kindl. Leo Moretti am Parat, grüße Sie. Melde mich von dem Unternehmen EU-Auktion. Sag Ihnen, was der Name EU-Auktion, oder? Nein, gar nicht. Mach ich Ihnen gerne eine kurze Vorstellung. Wir sind eine Online-Handelsplattform und wir handeln zum Beispiel mit Forex, Kryptowährungen, Einzelaktien und so weiter. Haben Sie bis jetzt Erfahrung gesammelt in diesem Bereich? Nein. Wie bitte? Nein. Nein. Okay, schauen Sie jetzt die richtige Zeit, weil diesen Monat wir haben eine neue Kundenakquise. Das bedeutet, jeder neue Kunde von uns bekommt erstmal 100%ige Bonus, kostenlose Broker und auch eine Testphase. Also dieses Testphase bedeutet, Sie können uns gerne 2 bis 4 Wochen testen mit dem Bonus. Das haben wir so abgemacht, damit wir erstmal uns kennenlernen und Vertrauen aufbauen. Ich hoffe, Sie haben mich bis jetzt nachgefolgt und alles verstanden, oder? Na ja. Wie bitte? Ich höre Sie ein bisschen schlecht. Ja, wenn man hier so im Internet googelt, dann sieht es ja nicht so gut aus, ne? Wie bitte? Ich sage, wenn man hier im Internet googelt, sieht es ja nicht so gut aus, ne? Also, Sie haben Interesse und deshalb melde ich mich. Ich kann Ihnen gerne unsere Webseite präsentieren und Sie werden das selber überprüfen, was wir konkret machen und wer wir sind. Danach können Sie gerne entscheiden, weil es geht, ein Testgeschäft Referenz zu schaffen. Ja, aber das Erste, was ich hier so im Internet lese, ist, Achtung, Fake Broker, EU-Option Fake Broker, EU-Option Scam, Fake Broker. Nicht vielleicht geliefert, leider Betrug, wie schon erläutert. Vielleicht Sie haben früher eine schlechte Erfahrung gesagt, deshalb sind Sie so negativ orientiert. Und ich lese das hier gerade vor, was man bei Google so gleich als erste Einträge findet. Okay, wo haben Sie das gelesen? Bei Trustpilot. Sind Sie sicher? Ja, steht ja hier. Schauen Sie, Herr Schaukindl, es geht sowieso nicht an Investitionen, verstehen Sie? Sondern Sie werden uns testen 2 bis 4 Wochen mit unserem Geld, mit unserem Bonus. Falls gefällt Ihnen nichts, einfach wir gehen getrennte Wege. Falls gefällt Ihnen, dann können Sie gerne entscheiden, ob Sie investieren Geld oder nicht. Ja, aber wenn ich Geld einzahle und es kommt nichts mehr zurück, dann bringt es ja nichts. Wer hat das gesagt? Ja, steht also, ja, wie gesagt, habe ich doch gerade vorgelesen hier. Ja, Sie können alles lesen. Meine kleine Tochter kann auch das schreiben, aber es muss nichts sein. Wir können auch das lösen, ne? Wir haben das nicht gemacht. Sie gehen einfach auch bei McDonald's. Sie sehen selber auch viele schlechte Kommentare, aber trotzdem, die Leute gehen dort zum Essen. Das kann man ja so nicht vergleichen. Doch. Ja, aber bei Ihnen sind es ja 100% schlechte Bewertungen. Das ist ja schon ein Unterschied. 100, nee. Also, wenn Sie so denken, negativ, dann wir können nicht in Geschäfte natürlich kommen. Das also, denke ich nicht, das lese ich vor. Okay, Sie können alles lesen. Wie gesagt, wir wissen das auch, das gibt schlechte Kommentare, aber wir haben das da auch nicht gelöscht. Wir könnten auch das löschen, aber wir haben so gelassen, weil sowieso, ich verlange nicht von Ihrer Seite, dass Sie müssen bei uns 5.000 oder 10.000 Euro investieren. Oder und nach 3 Monaten ist dann eure Webseite offline, wie von den anderen Kriminellen. Alles klar, dann ich habe keine Zeit mit solchen Leuten weiter zu telefonieren, weil ich habe genug Kunde weiter so zu antworten halt Kriminelle, gut. Genau. Wünschen alles gut, ciao. Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Hallo? Guten Tag, spreche ich mit Herrn Zielein? Ja, Herr Zielein hier, ja? Sarah Moser ist am Apparat, ich melde mich von Monitoringsabteilung der Finanzbörse. Wir haben Ihre Daten bekommen. Sie haben sie zum Handeln registriert, stimmt das, ja? Weiß ich nicht. Weiß ja nicht, wie das da bei Ihnen funktioniert. Daten, ja, Ihre Daten wurden auf einer Handelsplattform entdeckt, was nicht offiziell verifiziert wurde, weil Sie das nicht bis Ende gebracht haben. Ach so. Und nun? Ja. Sind Sie interessiert, ja, Herr Zielein? Woran denn? Zum Handeln. Mit was denn? Mit Kryptowährungen, Aktien, also Sie können Geld verdienen mit verschiedenen Vermögenswerten. Ach so, ja, meinetwegen. Wie viel Geld kann man denn da so verdienen oder bekommen?
Kommt drauf an, mit welchem Einstiegskapital Sie anfangen. Okay. Wie viel geht denn so alles? Wie bitte? Wie viel geht denn da so? Also mit 250 Euro können Sie beginnen und dann läuft es automatisch, kommt drauf an, was uns Börse anbietet. Aha. Ja, und geht da auch mehr? Weil das ist ja ein bisschen dolle wenig. Das, da wische ich mir ja einen Popo mit ab auf Toilette. Also verpiss dich doch. Was? Haben Sie eine Macke? Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Gästforstern, mein Name, von der Firma Vericon. Herr Gerold Steiner, da bin ich richtig, ja? Hm. Super. Es ging um die Krankenkasse, um die Bonusauszahlung, Beitragsrückerstattung. Aha. Da wollten Sie ja mal wissen, wie man Geld von den Krankenkassen erstattet bekommt. Wollte ich das? Sie hatten wohl am Gewinnspiel dran teilgenommen. Und deswegen will man das automatisch? Ja, anscheinend, sonst würden wir Sie ja nicht anrufen. Aha. Ist ja eine interessante Auslegungssache. Werbeanrufe sind ja in Deutschland. Ja, in Deutschland sind ja Werbeanrufe ja verboten mittlerweile, ne? Da kennen Sie sich ja bestimmt auch aus. Und warum rufen Sie dann an? Weil es kein Werbeanruf ist. Ganz einfach. Noch einmal. Sie haben sich mit Ihren kompletten Daten hier eingetragen. Aha. Wo haben Sie denn das Opt-in her? Bitte was? Na, das Opt-in. Dann wissen Sie ja auch, dass man in Deutschland zum Anrufen einen Double-Opt-in braucht. Also in dem Fall, gucken Sie mal, Herr Steiner, also Sie haben sich hier bei uns eingetragen gehabt am Gewinnspiel. Wenn man dazu keine Infos haben möchte oder sonstiges, dann darf man sich da wirklich nicht am Gewinnspiel dran teilnehmen. Sie haben ja anscheinend sehr, sehr viele Anrufe auch bekommen. Sie kriegen ja jetzt nicht nur von uns, von der Vericon einen Anruf, sondern Sie kriegen von zig Anbietern irgendwelche Anrufe. Und wenn Sie das nicht haben möchten in dem Fall oder Ihre Daten preisgeben möchten, dann einfach nicht irgendwo mehr eintragen, dann kriegen Sie natürlich auch keine Anrufe, logischerweise. Mhm, ja, da haben Sie aber eine sehr interessante Interpretation vom Gesetz, weil so ist das Gesetz nicht. Sie brauchen ein Double Opt-in, um mich anzurufen und Sie müssen mir das Double Opt-in sogar nennen können. Nee, muss ich gar nicht. Natürlich müssen Sie das, ansonsten machen Sie sich strafbar. Sie sind kriminell, sogar Sie persönlich. Ich bin... Ja, weil Sie machen sich mit strafbar. Das ist krimineller Bandenbetrug. Gewerbsmäßig. Okay, alles klar. Super, dann habe ich jetzt von Ihnen was mal Neues gelernt, ja? Dann danke ich Ihnen aber trotzdem sehr. Na, immerhin haben Sie endlich mal was gelernt. Genau, Sie anscheinend ja gar nicht in Ihrem Leben, ne? Naja, mehr als Sie. Ja, hallöchen. Keiner dran? Hallo? Ja. Herr Ablasens, können Sie mich hören? Ja. Super schön. Lisa Ries am Apparat. Ich begrüße Sie. Ich rufe Sie von Benefix.com. Wir haben mit Ihnen am Morgen gesprochen. Haben Sie jetzt Zeit? Ja. Okay, super schön. Herr Ablasens, Sie haben bei uns ein Handelskonto, aber leider noch nicht aktiviert und ich bin Ihre Kontobetreuerin. Ich würde Sie gerne behilflich sein für die Aktivierungsschlüsse und Einzahlungsschlüsse. Ach so. Aber zuerst, ich höre meine eigene Stimme. Was war der Grund? Weiß ich doch nicht, was da der Grund war. Also das ist sehr schlecht eigentlich für mich. Ich möchte... Brauchen Sie mal ein neues Telefon. Wie bitte? Ich sagte, dann benötigen Sie vielleicht ein neues Telefon. Nein, ich benötige nicht eigentlich. Ich habe den ganzen Tag Anruf. Ach so. Aber ja, ich auch. Das erste Mal. Okay, wir können jetzt weitermachen, Herr Ablesen. Zuerst meine Frage ist, haben Sie schon einmal Erfahrung im Handelssystem oder ist das erste Mal für Sie? In welchem Bereich denn speziell? Handelsbereich. Also ja, im Handelsbereich habe ich Ahnung, ja. Ich verkaufe jeden Tag auf eBay und das läuft eigentlich ganz gut. Und da verkaufe ich die Schlüpfer von der Rosi. Die verkaufe ich da immer auf eBay. Und das macht, also da habe ich eigentlich bis jetzt immer ganz gute Profite mitgemacht, ja. Also demzufolge kenne ich mich mit Handel aus. Okay. Also Sie haben Ahnung. Ja. Das ist sehr schön. Eigentlich, Sie kennen diese Plattform. Welche Plattform? Sie kennen diese Börse oder Plattform.
Die Börse kenne ich nicht, nee, aber die hier eBay kenne ich. Okay, super. Habla Sen. Was ist da bei Ihnen los? Also unsere Investoren sehr gut Gewinn erzielt, deswegen alles geklappt. Ach so, ich hatte gerade was anderes gedacht. Nein, was haben Sie gedacht? Na, dass Sie von irgendjemandem 250 Euro bekommen haben. Nein. 250 Euro nicht so viel Geld eigentlich für die Börse. Nee. Natürlich, Sie können ganz einfach probieren. Ja. Okay, also, ich werde jetzt eine E-Mail senden, Ihre Zugangsinformationen. Okay. Sind Sie im Toilett? Ja, ich habe gerade einen Berg gemacht. Herr Homlasten, sind Sie seriös oder nicht? Ja, wieso? Das ist nur eine Frage. Können Sie bitte Ihre Computer öffnen? Moment, ich muss mir erstmal die Hände waschen. Es gibt viele unterschiedliche Kunden, viel, wirklich. Guten Tag, Andreas Santos spricht aber von Support in Abteilung Online Trading. Wie geht es Ihnen heute? Ja, geht so. Ja, ich möchte mit dir sprechen über Ihre Erfahrung mit Onlinehandel. Haben Sie Erfahrung? Mit wem wollen Sie denn sprechen? Mit der Share. Ach so, mit dem Herrscher, ja. Ja. Sie sind der Share, oder? Ich bin Herrscher, ja. Ja, genau. Ja, ich möchte mit dir sprechen über Ihre Erfahrung mit Onlinehandel. Haben Sie Erfahrung? Onlinehandel, ja. Okay, haben Sie gute oder schlechte Erfahrung? Ja, ausschließlich gute. Okay, bei welcher Firma haben Sie gehandelt? eBay. eBay? Ja. Okay. Haben Sie kontrolliert, ob die Firma registriert ist? Wie bitte? Haben Sie kontrolliert, ob die Firma registriert ist? eBay ist registriert, ja. Okay, super. Das freut mich. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Ich dachte, Sie wollen irgendwas anderes. Oh? Hallo, spreche ich mit Sebastian? Nee, das ist mein Vorname. Kakifin, fein. Sorry für die Aussprache. Kakifin, ja. Lukas Achtenberg von Bitcoin Deutschland, wie geht es Ihnen? Ja, entzückend. Sie angerufen, weil Sie sich auf unserer Plattform registriert haben. Ach so. Aha. No. Welcher denn? Ich muss mit Ihnen ganz kurz. Wie bitte? Wie heißt die Plattform? Tether Global. Aha. Sag mir nichts. .de. Sonst? Sondern? Ja, weiß ich nicht, sag mir halt nichts. Kann ich jetzt nichts mit anfangen. Sie haben Ihre Daten eingegeben. Was habe ich? Ihre Daten eingegeben, Sebastian. Nee, nicht Sebastian. Herr Kackefein für Sie. Sondern? Nee, ich nenne, wie ich musste. Sie sind Sebastian. Geht's Ihnen irgendwie nicht gut? Doch. Nee, aber heißen Sie Sebastian, oder? Ja, aber so sprechen Sie mich nicht an. Ja, weil wenn Sie angenehm am Telefon waren, dann konnte ich mit Ihrem Nachnamen reden. Aber wenn Sie frech am Telefon sind, dann fange ich mit Sebastian an. Fehlt Ihnen irgendwas im Kopf? Weil ich wüsste jetzt nicht, wo jetzt hier was frech war. Nee, Deutsche mit der Defensiven Scheiße, ich weiß das. Was? Deutsche mit der Defensiven Scheiße, ich weiß das. Versteht man zwar nicht, aber naja, Ihre kakerlakische Aussprache ist ja eh komisch. Alles klar. Danke, Sebastian.
Ja, Betrüger. Sie sind wohl ein Betrüger, ne? Ja, Sie auch, ne? Nee, aber Sie? Ja, besser als Nazi zu sein. Ja, wie ist das Leben so als Krimineller? Egal. Ja, egal? Mhm. Ja. Ja, aber schon ein bisschen assi, dass ihr die Leute abnimmt, ne? Oder ausnimmt. Ja, was kann ich tun? Was kann ich tun? Ja, einen vernünftigen Job suchen. Das mache ich auch. Naja, warum arbeitest du denn da noch? Warum nicht? Das ist ja kein vernünftiger Job. Das ist ja voll assi, sowas zu machen. Ja, wenn ich mit Asi rede, dann bekomme ich auch Asi-Leute. So ist das halt, ne? Wenn man so eine Asi-Plattform hat, dann melden sich halt auch Asi-Leute da an, ne? Ja, wenn ihr auch Asi-Mentalität habt. Ja. Aber immerhin bin ich kein Krimineller. Das ist schlimmer. Ja? Ja. Das ist ja sehr beruhigend. Na, alles klar. Schönen Abend noch. Ja, das wünsche ich dir auf keinen Fall. Danke Ihnen auch. Tschüss. Hallo, guten Tag, hier Kackelfein. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut soweit. Und selbst? Das freut mich. Auch dann. Mein Name ist Nina Schüler. Ich melde mich von Online-Handelsfirma Bitfans. Ich habe gerade eben Ihre Daten erhalten. Bei mir steht, dass Sie haben Interesse geäußert. Ja, in Kryptowährungen. Ach ja, wo denn? Bitte? Wo denn? Das ist Bitfans. Aha. Bitcoin heißt Profit. Ja, Sie wollten Ihr Handelskonto aktivieren, nicht im Kontomanager, und ich werde Ihnen helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, ja? Okay? Aha. Okay, aber bevor, ich werde ganz kurz Ihnen alles erklären. Also, Sie benötigen 250 Euro, das ist die mindeste Investition, was Sie auf Ihr Handelskonto machen, ja? Aber das ist keine Bezahlung, das ist nur Investition und dieses Geld wird auf Ihrer Plattform erscheinen, ja? Demnächst, als Sie unsere neue Kunde werden, Sie werden von unserer Seite 100%ige Bonus bekommen. Das bedeutet, dass Sie werden noch 250 Euro dazu bekommen. Okay? Und nach dieser Aktivierung, Sie werden von unserer Seite persönliche Privatberater haben. Also Broker, wer wird Ihnen helfen, Ihre ersten Schritte zu machen, ja? Sie haben doch keine Erfahrung, oder? Wobei? Womit? Also beim Handeln am Finanzmarkt. Haben Sie schon gehandelt oder es ist Ihr erster Versuch? Wie handeln? Also womit? Wie? Verstehe ich nicht ganz die Frage. Mit Kryptowährungen, Finanzmarkt. So. Herr Kackelpein, Sie haben ja sich angemeldet, Sie wollten eigentlich Handelskonto aktivieren und mit Kryptowährungen handeln, ja? Kann sein, ja. Ja. Und Sie haben es schon gemacht irgendwann oder das ist Ihr erstes Versuch? Das ist mein erstes Versuch. Okay, genau. Deswegen, Sie werden auch von unserer Seite, wie gesagt, eigene Finanzbroker haben. Der wird Ihnen helfen, Ihre ersten Schritte zu machen. Okay? Mhm. So, ich werde jetzt zuerst Ihnen helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren und demnächst, Sie werden schon mit Ihrem Brokerhandeln anfangen. Ist das in Ordnung? Haben Sie alles verstanden? Na, noch nicht so richtig. Was habe ich denn davon denn? Was? Bitte? Ja, ich habe noch nicht so richtig verstanden, was man denn davon hat. Okay, nochmal. Also, Sie benötigen, wie gesagt, um Handelskonto zu aktivieren, Mindestbetrag, das ist 250 Euro, ja, damit Sie machen Investition auf Ihre Hand. Jetzt sind Sie irgendwie weg. Hallo? 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 Naja, du nicht. Oh. Hallo, rede ich mit Kackelfein? Herr Kackelfein ist hier, ja? Kackelfein. Ja, was möchten Sie denn? Kacki oder Kacka? Sind Sie bescheuert? Wie ein Schiss und wie ein Scheiß. Sind Sie irgendwie eine Macke? Kacki, deswegen sind Sie auch Kacka, weil Sie Kacka-Personalität haben? Fehlt Ihnen irgendwie an Intelligenz oder was haben Sie für ein Problem? Ein bisschen, ja, aber solche Menschen wie du gehören in die Hülle. Aha. Ja. Das ist interessant. Wenn du denkst, dass du besser als andere Menschen sind, dann bist du falsch. Wie kommen Sie denn auf so eine interessante Aussage? Weil, als ich angerufen habe, ich habe mit Sebastian gesagt,
kein Sebastian, ne? Ne, ist ja richtig. Also, Sie haben mich mit meinem Nachnamen anzusprechen und nicht mit meinem Vornamen. Ja und? Wer bist du denn? Du bist nix. Ja, mein, bin ich kein Betrüger. Nee, du bist Nazi. Das ist schlimmer. Nazi? Ach so, okay. Ja, das ist schlimmer als Betrüger. Naja, immerhin bin ich kein Betrüger. Dann ist Nazi immer noch besser, ne? Ja. Nee, denke nicht. Weil Nazi verdient ja in der Regel wenigstens legal sein Geld, ne? Und geht vernünftigen Geschäften, ne? Die ganze Welt hasst euch. Also. Ist ja eine interessante Aussage. Naja, aber... Das scheint ja ziemlich... Scheint ja ziemlich schlechter bei euch zu laufen, wenn man so viel Zeit zum Telefonieren hat, ne? Fakt ist Fakt. Ja, genau. Fakt ist schimpfvoll. Die ganze Welt hasst euch und du bist schlimmer. Aha, okay. Na ja, kann ich mitleben. Alles klar? Alles klar. Finde ich schönen Tag noch. Ciao. Ja, nicht so. Ja. Hallo. Guten Tag, Vanessa Fischer ist am Apparat von Finanzmarkt. Wie heißen Sie? Es geht um Kryptowährung, Bitcoin, ja? Wie heißen Sie? Wie bitte? Wie heißen Sie? Vanessa Fischer. Aha, und warum rufen Sie mitten in der Nacht an? Es geht um Bitcoin, Forex, Oil, Gold, Kryptowährung. Ja, rufen Sie mal nochmal so um 15 Uhr an. Und Sie haben Interesse, oder? 15 Uhr. 15 Uhr? Hm. Okay, ciao. Hallo, guten Morgen. Hm. Herr David Bigel, aber Parapet Fischer von Finanzmarkt Kunden. Zumindest, wie geht es Ihnen? Warum rufen Sie ihn mitten in der Nacht an? Nochmal bitte? Rufen Sie ihn mitten in der Nacht an? Entschuldigung, spreche ich mit Claudia Gabelbiger? Ja. Und ich bin William Fischer, als ich schon gesagt habe. Und der Grund, warum ich Ihnen ich habe Informationen erhalten, dass Sie sich bei den Werbungen registriert haben für den Online-Handel. Ist das richtig, ja? Rufen Sie mich mal später nochmal an. Wann darf ich Ihnen rufen? Weiß ich nicht, später. Und um wie viel Uhr? Ja, später halt. Und ich muss genau Zeit wissen. Ja, dann schreibt halt irgendeine rein. Nach einer Stunde? Okay. Okay, dann bis später. Hm. Ciao. Hallo. Hallo, guten Tag. Was denn? Hallo, hören Sie mich? Ja. Also, ich rufe auf Benefix, also Forex-Plattform an. Wie geht's Ihnen? Können Sie da ein paar Stunden nochmal anrufen? Ich rufe auf Benefix, Forex-Plattform an. Ja, Sie haben auch unsere Plattform registriert heute. Bis später. Und wie bitte? Später anrufen. Okay, wann kann ich wieder zurück anrufen? 16 Uhr. 16? Hm. Um 16 Uhr. Jo. Okay, alles klar. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja. Schönen guten Morgen, Herr Gabelt. Hallo. Ja. Was denn? Sehen Sie Gerald Gabelt? Bieger. Bitte? Gabel Bieger. Hallo, schönen guten Tag, Herr Gerald Gabelt. Können Sie nachher nochmal anrufen? Danke. Hallo. Ja. Schönen Morgen, Herr Ablassent. Jetzt nicht mehr. Wie bitte? Ja, der Morgen ist nicht mehr schön. Sie sind doch in der Leitung. Ja, richtig. Also für mich auch. Aber natürlich, ich muss arbeiten. Ja. Das ist meine Aufgabe und Sie sind meine Liste. Deswegen rufe ich Sie jetzt an eigentlich. Ja, rufen Sie mal später nochmal an. Okay, also können Sie bitte mir einen Termin geben. Danach ich werde nochmal anrufen. Eins. Eins. Ja. Okay, aber vergessen Sie bitte nicht, ich werde nochmal um 1 Uhr noch anrufen. Danach wir können mit Ihnen nochmal kommunizieren. Ja. Schlaf gut. Ciao. Hm. Guten Morgen, ich spreche mit Sebastian Kakifei. Kakifei, mein Name. Können Sie ein bisschen später anrufen? Ich schlafe noch. Keine Sorge, es tut mir leid. Hallo, guten Tag. Johann Kapell ist am Apparat. Ich spreche mit Herrn Sebastian.
Nein, Sie sprechen mit Herrn Kackifein. Herr Kackifein, Sie bekommen einen Anruf von Europäischer Finanzbörse. Ich arbeite im Monitoringsagentur. Wie ich sehe, Sie haben Interesse gezeigt auf unserer Plattform. Richtig? Deswegen bekommen Sie Anruf von meiner Seite. Ich bin Ihr Privatkontoberater und mein Job ist Ihnen dabei helfen und alle richtigen Informationen zu geben. Womit Sie werden besser informiert über die Finanzbörse. Okay? Und warum rufen Sie mitten in der Nacht an? Also ich höre Ihre Stimme sehr schlecht. Können Sie bitte mir nochmal sagen? Warum rufen Sie mitten in der Nacht an? Also es ist 9 Uhr, das ist nicht mehr Nacht. Doch. Schlafen Sie wieder? Herr Kackifein, Sie müssen aufwachen, das ist sehr wichtig. Also damit Sie können Ihre Leben viel zu besser machen, ändern. Nee, jetzt will ich nichts ändern, später irgendwann. Also, wenn Sie wollen, in Ihrem Leben lange Zeit, gerade jetzt diese Transaktion tätigen, also Ihre Konto aktivieren und Handelsprozess anfangen. Damit Sie können schon danach weiter schlafen. Rufen Sie mal ein paar Stunden nochmal an. Okay, sagen Sie bitte mir, um wie viel Uhr wollen Sie Anruf abbekommen? Oh, keine Ahnung, ich habe schon so viele Termine. In einer begeben. Stunde? Ja. In einer Stunde ist gut für Sie? Können Sie mal probieren, ja. Okay, dann bis später, ciao, ciao. Guten Morgen, Lukas Preisch ist am Apparat und nun war dem QC. Sprechen wir gerade mit dem Herrn Mastern Kackifein. Ja, Kackifein ist dran. Bitte mal ein bisschen später anrufen, ich schlafe noch. Okay. Aber ich habe keine Zeit später, ja? Hä? Haben wir schon mal geredet, ich und Sie? Was? Haben wir schon mal geredet, ich und Sie? Nee. Hör mal zu, wenn du noch einmal Anmeldung bei uns machst, ne? Haben Sie eine Macke Glaub oder mir, ich was? Finde dich. Ich finde dich. Guck mal, was ich dir jetzt sage. Ich finde dich, ne? Und wenn ich dich finde, ne? Dann willst du sehen, was passiert. Dann lache ich dich aus, also, du kleines okay, Stück Scheiße. Du kannst immer lachen. Natürlich werde ich dich auch auslachen. Ja, guck mal, ich tu dir meinen Schwanz in den Mund, da kommt bis zu deinem Arsch. Ja, das weißt ist... Weißt du das? Du, den musst du doch mit einer Pinkzette suchen. Hör mal zu, du kleiner Hurensohn, ich weiß, wo du wohnst. Ja, wo denn? Pass auf, was du machst. Mach mal noch einmal die Anmeldung hier, wenn ich noch einmal diese Nummer sehe. Wenn ich nachher ausgeschlafen habe, melde ich mich nochmal bei dir an. Ich mache, guck mal, meine Anwälte kommen nicht, sondern ich komme persönlich, dass ich dir meinen Schwanz in den Mund tue, ne? Bis Arsch kommt der, glaub mir, was ich dir sage. Du kannst ja nicht mal richtig Deutsch. Okay. Mit deiner Mutter rede mal durch. Ja, du kannst ja, erstmal kannst du nicht mal richtig Deutsch. Dann ist es lächerlich, weil du hast ja nicht mal eine Adresse. Und eigentlich bist du nur, du bist peinlich und du wirst auf YouTube landen. Finde dir ein Mädchen. Ja, du kommst auf YouTube. Hör mal zu, YouTube. Warden VC. Also, da solltet ihr auf jeden Fall alle die Hände von weglassen. Ach, weißt du was, Alter, du bist voll der Hure. Ja, und ich werde das veröffentlichen. Kein Problem, mach was du willst. Mach ich auch. Du musst dir eine Mädchen finden, dass du deine Freizeit irgendwie anders machst, verstehst du? Kann es sein, dass du ein bisschen geistesgestört bist oder so? Kann das sein, dass du mir blöd bist gerade? Nee, weil geht ja gar nicht, weil da brauchst du eine Pinkette für. Na, oder so, mach keine Anmeldung mehr, sondern ich picke dich. Doch, ich werde noch ganz oft, jetzt sogar extra. Okay. Jetzt mache ich sogar extra Anmeldungen. Wenn ich dir für die Tür komme, dann willst du sehen, dass das ernst, ja? Ja, du bist lächerlich. Okay. Du heißt bestimmt Johannes oder irgendwie so. Hallo? Guten Tag, ich grüße Sie. Elsa Berg ist hier, melde mich von Handelsplattform. Sie sind bei uns als Kunde registriert. Wissen Sie das, ja? Vor einiger Zeit war das. Nee, woher soll ich denn das wissen? Bitte? Nee, woher soll ich denn das wissen? Weil Sie es gemacht haben, diese Registration. Ach so, und deswegen bin ich gleich Kunde. Das ist ja interessant. Was ist uninteressant? Nee, ich sage, es ist ja interessant. Okay, was ist für Sie interessant? Ja, das, was Sie gesagt haben. Sie haben dreimal Registration gemacht und jetzt sagen Sie, dass es sehr uninteressant für Sie ist? Nee, ich sage, ich will schlafen. Mit drei verschiedenen Nummern und mit drei verschiedenen E-Mails und mit drei verschiedenen Namen haben Sie die Registration gemacht. Und sagen Sie, dass es uninteressant für Sie ist? Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, willst du eine Stunde nochmal anrufen?
Hallo? Ja. Schönen Tag, ich spreche mit Herr Hartmut. Hallo? Ja. Herr Hartmut, hören Sie? Nicht wirklich. Sie sind schlafen oder was? Das geht um Onlinehandel, Herr Hartmut. Ja, rufen Sie mal nochmal eine Stunde an. Okay. Herr Kakify. Schlafen Sie noch? Ja. Okay, dann geben Sie mir Bescheid, Antwort. Wollen Sie jetzt irgendwas weitermachen auf die Finanzbörse oder nicht? Ja, später. Nein, nicht später, sondern jetzt. Wenn Sie richtige Interesse haben, Sie müssen mir genau jetzt sagen. Das sage ich Ihnen nicht, währenddessen ich noch im Halbschlaf bin. Okay, dann, ich denke, unser Gespräch ist unseriös. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Hi, I'm speaking with Mr. Henry, right? Sprechen Sie Deutsch, sir? Ja. Okay, ein Moment, bitte. Hallo. Hallo. Können Sie mich hören? Hallo. Ja. Ja. Spreche ich mit Herrn Henry? Nee, das ist mein Vorname. Wie bitte? Was? Also, sagen Sie mir bitte Ihren Namen und Nachname. Hallo. Ja, wer möchten Sie denn sprechen? Also, Henry Klaubetbach, ja? Ja. Ja. Sind Sie diese Person? Ja. Ja, okay, ganz gut. Hier spricht Carlos. Ich bin Kontomanager. Sie haben mit meiner Mitarbeiterin geredet. Ich bin von Deutsche Abteilung. Ich bin Kontomanagerin und Sie haben eine Registrierung gemacht. Das ist über Onlinehandel, richtig? Weiß ich nicht. Das nicht? Hm. Also können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen, weil ich verstehe das nicht. Sie reden sehr leise. Da sind Sie schon etwas älter und hören schlecht. Also fühlen Sie nicht gut? Hä? Also fühlen Sie nicht gut? Wo soll ich hinpullern? Sind Sie verrückt? Nee, aber Sie, glaube ich. Warum? Weiß ich nicht. Herr Henry, wollen Sie mit Handel anfangen? Nee, Herr Henry heißt das nicht. Oh, okay, dann falsche Nummer. Nee. Hallo, Kollekt aus Monheim, in Kassel. Wir haben Ihnen gerade eine sehr wichtige E-Mail geschickt. Bitte schauen Sie in Ihr E-Mail-Postfach, möglicherweise auch im Spam. Und, nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige und letzte Möglichkeit für Sie, die Sache durch Zahlung aus der Welt zu schaffen. Ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltskanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Ja, also in dem Sinne, bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. Ja, Hallöchen. Ja, hallo, guten Tag, hören Sie mich? Mhm. Spreche ich gerade mit Gerold Steiner? Ja. Okay, warum kommt eigentlich meine Stimme jetzt eigentlich so komisch bei Ihnen? Weiß ich nicht, weil die vielleicht furchtbar ist oder so. Kann ich nicht genau sagen. Wo sind Sie eigentlich gerade? Ich? Drin. Ja, wo drin? In einem Büro. Ah, okay. Warten Sie kurz, ich rufe Ihnen dann wieder, okay? Einen kleinen Moment. Aha. Hallo? Hallo, ich spreche mit Herrn Steiner. Ja. Sehr schön. Lukas Krausenapparat, ich begrüße Sie. Lukas Kraut. Ja, Lukas Krause. Ach, Krause, so Krause. Wie die Krawatte. Ja, ja, genau. So, ich melde mich von der Firma Europiasoft. So, der Grund, warum ich Ihnen angerufen habe, ist wegen, Sie hat eine am weiter Freitag eine Registrierung über Bitcoin oder Invest in Amazon zum Beispiel gemacht habe. Stimmt das? Nö. Deswegen habe ich Ihnen angerufen. So, ich wollte Ihnen fragen, wie haben Sie Ihre Registrierung gemacht? War das eine Werbung oder ein Link? Wie, hä? Sie haben eine Registrierung gemacht mit ihren Daten am Freitag. Ja, die werde ich wohl mit den Fingern gemacht haben.
Bitte nochmal? Wie werde ich wohl mit den Fingern gemacht habe? Was meinen Sie? Keine Ahnung. Sie haben am Freitag eine Registrierung, zum Beispiel über Online-Trading. So, also, wenn ich eine Salami in eine Turnhalle werfe... Kryptowährungen. Ja, wenn ich eine... Kryptowährungen. Wenn ich eine Salami in eine Turnhalle werfe, da kommt das Gleiche bei raus. Hallöchen. Ja, hallo, schönen guten Tag, sprich mit Sebastian. Das ist mein Vorname, ja. Kacke sein. Ja, hallo, Christopher Miller am Apparat. Jetzt ist die Leitung irgendwie kaputt. Die Leitung ist irgendwie kaputt. Was sind denn das für Störgeräusche da bei Ihnen in der Leitung? Man versteht ja überhaupt gar nichts. Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Hallo, Herr Abend. Ja. Adel Heitz, ist der Ihr Name? Ja. Das klingt so komisch an, ja. Wollen Sie mich verarschen? Sie rufen bei mir an und beleidigen mich? Also, im Gegenteil. Ja. Spreche ich mit Claudius Lametetchen? Lametetchen, ja. Okay, woher kommen Sie, die Frage? Nee. Sie rufen mich ja an, stellen sich nicht vor, sagen nicht, von welcher Firma Sie aus anrufen. Und dann wollen Sie wissen, woher ich komme? Was soll denn das? Weil Ihr Nachname ist so komisch, ja. Haben Sie irgendwie einen Dachschaden? Sie rufen an, stellen sich nicht vor, nennen Ihren Firmennamen nicht und sagen, mein Nachname ist komisch. Was soll denn das? Sebastian Blan ist am Apparat. Jetzt ist gut. Ja, von wo aus rufen Sie denn an? Was möchten Sie denn? Bitte schreien Sie nicht, ja? Haben Sie irgendwie einen Hagelschaden? Sie rufen mich hier an und beleidigen mich? Moment. Ich rufe vom Beratungsunternehmen, ja? Ich möchte Sie über Kryptowährungen Informationen geben, ja? Aha. Haben Sie jetzt verstanden, bitte? Ja, und? Und ich möchte gerne wissen, ob Sie Erfahrung haben in diesem Bereich. Ja, und warum? Ich möchte Sie Informationen geben, wegen Ihrer Anmeldung unter Bitcoins Informationsseite. Sie haben Anmeldung bei uns gemacht, ja? Aha. Wann denn? Was? Aha. Ja oder nein? Aha ist keine Antwort. Ich habe eine Frage gestellt. Welche bitte? Ja, wann denn? Welche bitte? Die Frage war, wann denn? Im Dezember, in diesem Monat. Im Dezember in diesem Monat. Dieser Monat ist nicht Dezember. Nein, im Dezember. Ende dem Monat, habe ich gesagt. Ende dem Monat? Ja, welchen Monat denn? Datum, Dezember, Uhrzeit, Webseite? Dezember. Sprechen Sie Deutsch? Haben Sie eine Macke? Ach so, Sie sind... Sie rufen ja an, können kein Wort Deutsch... Oh? Hallo? Ja. Ich rufe Sie von Benefit von Lein Handelsplattform an. Wie geht's Ihnen? Schnuckelig. Alles in Ordnung, gesundheitlich? Ja, und bei dir? Dankeschön, mir geht es auch gut. Das ist aber sehr schön, das von dir zu erfahren. Ich wollte den ganzen Tag nichts anderes wissen, als dass es einem Betrüger gut geht. Vielen Dank für diese tolle, überflüssige Information. Prima. Warum haben Sie dann registriert? Selber direkt auf der Webseite. Wieso haben Sie das gemacht? Und woher weißt du das denn? Woher weißt du das? Ich weiß das, weil ich ein super gut System habe. Ach, ich glaube eher, dass du super gut doof bist. So wie du es auch. Ja, gleich. Dankeschön. Gleichfalls. Prima. So, was willst du denn vorstellen, Abzocker? Teile der YouTube-Community mit, was du loswerden möchtest. Hallo? Ja. Herr Gabelfeger? Ja. Grüß Sie, ich bin Britta Langestolle von der Handelsplattform Polygon. Sie haben ein Interesse bei uns geäußert und Sie möchten mit Bitcoin, ja, handeln. Aha. Wie habe ich denn das Interesse geäußert? Da steht Gabelfeger, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. So. Haben Sie ein Interesse oder warum haben Sie das gemacht? Ich kann mich nicht daran erinnern. Möchten Sie ein bisschen Geld verdienen, oder? Nö. Mit Bitcoin? Haben Sie keine Lust? Habe ich kein Interesse zu, nee. Tut mir sehr leid. Tschüss. Aha. Interessant.
Hallo? Mhm. Wie geht es Ihnen heute, Frau? Was? Ich suche für Luis Meister Bender. Nee. Das ist eine falsche Nummer. Nee. Wie heißen Sie, Herr? Der Luis. Ja, ich suche für Luis. Ja, und? Sind Sie Herr Luis? Nee, Herr Luis nicht. Das ist mein Vorname. Okay. Freut mich. Ich heiße Hazel Klein. Ich bin die Kontoverwaltin von Firma FX Trading. Eine Online-Investitionsfirma. Erinnern Sie mich? Nö. So, Sie haben eine Anmeldung gemacht über Online-Handel. So steht ein Handelskonto bei deinem Namen, Herr. Sie haben ein Handelskonto bei uns. Für diesen Grund, ich rufe Sie an. Aha. Haben Sie Zeit jetzt? Was? Haben Sie Zeit? Was hab ich? Ja oder nein? Ja, ich habe die Frage nicht verstanden, dann kann ich es nicht mit Ja oder Nein beantworten. Nochmal? Ich sagte, ich habe die Frage nicht verstanden. Demzufolge kann ich nicht mit Ja oder Nein antworten. Guck mal, ich heiße Hazel Klein. Okay? Verstehen Sie mich? Sehr schwer, ja. Sie haben eine Anmeldung gemacht, eine Registrierung. Aha. Für Online-Investitionen. Ich komme aus FX Trading. Eine Online-Investitionsfirma. Sie haben eine Registrierung gemacht mit deinem Namen, deinem Wochenname, deiner E-Mail, deine Phone-Nummer. Das heißt Sie, nicht deine. Nochmal? Es heißt Sie, nicht deine. Was meinen Sie, Herr? Ja, Ihre Aussage. So, haben Sie Zeit? Ich zeige die Plattform. Sie haben applikiert. Hallo? Hören Sie mich so? Ja, hören schon, nur nicht verstehen. Was verstehen Sie nicht? Ja, Ihr komisches Deutsch verstehe ich nicht. Ich komme aus England. Aha, das bezweifle ich ganz stark. So, Sie haben eine Registrierung gemacht, Herr. Steht eine Handelskonto mit deinem Namen. Ihren Namen, nicht dein Name, Ihr Name. Ihr Name, Herr, Entschuldigung. Ja. Das ist wichtig? Das ist schon wichtig, dass Sie mich mit Sie ansprechen, ja? Ich möchte nicht mit Du angesprochen werden. Das ist unhöflich. Das ist unhöflich? Ja. Ja, was meinen Sie, Herr? Ja, ich glaube, das mit Kakerlake zu erklären, würde ein bisschen zu lange dauern und den Rahmen sprengen. Ich glaube, da brauchen wir länger als eine Stunde. Haben Sie eine gute Tage. Tschüss. Aha, Kakerlake. Ich habe Ihnen gerade eine sehr wichtige E-Mail geschickt. Bitte schreiben Sie mir die E-Mail fraglicherweise aufrufen und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige und letzte Möglichkeit für Sie, die Sache durch Zahlung zu schaffen. Oh mein Gott, ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltskanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Ja, also in dem Sinne, bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. Hallo, schönen guten Morgen, Herr Kackifein, ja? Ja, Herr Kackifein hier. Genau. Grüßen Sie, hier ist Maya Schiller. Ich melde mich von Firmen. Sie haben bei uns für ein Handelskonto angemeldet, ja? Aha, habe ich das, ja. So, Herr Kackifein, Ihr Konto ist noch nicht aktiv. Ich bin Ihre Anschlusspartnerin, deswegen melde ich mich bei Ihnen. Ich helfe Ihnen, das Konto zu aktivieren. Aha. Haben Sie Internetzugang? Ja. Ja? Ich höre Sie nicht. Hallo? Ich habe gesagt, ja. Also sagen Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ich werde Ihnen ein E-Mail senden, dann können Sie sich einloggen. Ja. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir möchten. Also ich möchte Ihnen dabei helfen, das Konto zu aktivieren. Sie sind bei uns für ein Handelskonto angemeldet, für Bitcoin. Das kann ich ja nicht wissen. Wie bitte? Kann ich doch nicht wissen. Okay, wer könnte dann das sein? Weiß ich doch nicht. Wo ihr die Daten her habt. Alles klar. Betrüger. Hallo? Hallo, guten Tag. Mein Name ist Mario Schwab. Ich melde mich von der Bundesrechtsanwaltschaft Berlin. Spreche ich mit dem Herrn Gerold Steiner? Mhm. Angenehm, ich habe Ihre Akte vor mir liegen und ich sollte nochmal gesetzlich anrufen, weil Sie hatten sich vor 3 Monaten bei der staatlichen Lotterie. Hallo, guten Tag.
spreche mit dem Herr Steiner. Ja. Hallo, grüßen Sie, Herr Steiner. Wunderschönen guten Tag erstmal. Mein Name ist Herr Weber von der Firma Bitmund 24, Herr Steiner. Aha. Oder beziehungsweise ich sehe, dass Sie haben vor kurzem registriert auf unsere Handelsplattform, ja? Mhm. Können Sie doch nur Ihren Lautsprecher ausschalten, weil ich höre nur meine Stimme. Was? Wie bitte? Ja, okay, gut. Ich habe nur, haben Sie 2-3 Minuten Zeit dafür? Weil ich wollte Sie ganz kurz erklären, wie das ganze System funktioniert. Mhm. Perfekt, gut. Also, sind Sie, Herr Steiner, schon einverstanden, wie das ganze System funktioniert? Wie meinen Sie die Frage? Ob Sie schon Erfahrung haben mit den Kryptowährungen? Nee. Haben Sie noch keinen, okay? Dann würde ich mal sagen, dann müssen Sie gar nicht sorgen, weil das System laufen automatisch, Herr Steiner. Beziehungsweise die System handeln für Sie, also kaufen und verkaufen Ihren Kryptomünzen. Und Sie brauchen Sie beziehungsweise gar nicht dafür zu kümmern. Verstehen Sie? Ja. Und wie funktioniert das? Also Sie zahlen einige Menge von Kryptowährungen. Ja. Und Sie kaufen das auf einige Preise. Soweit Sie der Preis auf dem Markt Sie weiter steigen, dann Ihr Profit wird sich relevant auch entsteigen. Und das wird passieren durch dieses automatische Algorithmus. Aha. Beziehungsweise Sie brauchen Sie in einem späteren Zeitpunkt gar nicht dafür zu kümmern. Aha. Und so durch diese Entsteigung, da können Sie beziehungsweise, sagen wir mal, eine zweite Einkommen oder beziehungsweise gutes Geld verdienen, ja? Ach so. Natürlich, Sie werden das nicht allein machen, sonst mit einem Finanzexpert. Also einen Expert wäre doch die ganze Zeit mit Ihnen zusammen die Sachen verfolgen, antworten auf Ihren Fragen. Und natürlich, der kann auch Ihnen helfen, damit Sie den Geld auszahlen lassen von das Konto. Aha. Mhm. Herr Steiner, haben Sie sonst irgendwelche spezifischen Erwartungen von dem System oder möchten Sie nur das testen? Ja, keine Ahnung. Ich gehe mich aber mit nicht aus. Okay. Was genau bis jetzt haben Sie verstanden, was ich Ihnen erklärt habe? Ja, nicht. Bitte? Ja, nicht. Ich meine, da können Sie nur das testen, sehen, wie das funktioniert. Und wenn das Ihnen nicht gefallen, dann können Sie das Geld wieder auszahlen lassen. Ja. Herr Steiner, können Sie... Ich spreche Ihnen jetzt auf Ihrem Handy, ja? Nee. Okay. Weil ich höre irgendwie doch meine Stimme von den Hintergründen, deswegen. Ja. Kann ich Sie fragen, Herr Steiner, wie alt sind Sie? Ich? 29 ja. Und Sie? 29? Ja. Okay. Weil da sollen wir Ihren Eltern bestätigen erstmal, deswegen ich frage Sie, wie alt sind Sie? Also sind Sie wirklich 29 Jahre alt, oder? Ja, wir sind alle, wie alt sind Sie denn? Kasso, wir haben Ihnen gerade eine sehr wichtige E-Mail geschickt. Bitte schauen Sie Ihr E-Mail-Postfach möglicherweise auch ins Spam. Und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige und letzte Möglichkeit für Sie, die Sache durch Zahlung aus der Welt zu schaffen. Ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltskanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Ja, also in dem Sinne, bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. Guten Tag, es ist Nicole Schwarz als Bitmund 24. Herr Hartmut Steiner, ich sehe erfolgreiche Anmeldung bei uns. Willkommen an Bord. Aha. Ich sehe, dass Sie haben bei uns, wie gesagt, Interesse. Ich werde Ihnen begleiten, damit Sie können Ihr Handelskonto richtig aktivieren, okay? Ja, wie heißt denn die Seite? Ja, ich sage Ihnen sofort, die Seite, die heißt Bitmund 24. Das ist die Plattform, in welche Sie registriert haben, ja? Aha. Da sehe ich das, ich habe auch mit meinem Kollegen mal gesprochen und er hat Ihnen informiert, wie das System funktioniert, richtig? Was? Okay, machen wir so. Zuerst, wir müssen Ihre Alte mal bestätigen. Darf ich Sie fragen, wie alt sind Sie? Was brauchen Sie denn? Wegen Mindestalter ist das Frage. Ja, was ist denn das Mindestalter? Das heißt, wenn Sie unter 18 Jahre sind, Sie können mit uns nicht arbeiten. Ach so, ja, bin ich nicht.
Ja, dafür, ich bitte Sie mal, bestätigen Ihre Alter. Ja, das bestätige ich. Ich bin über 18. Nein, ich bitte Sie, sagen Sie, wie alt sind Sie genau? Ich hoffe, das Ihnen stört nicht. Mehr Informationen möchte ich nicht so wissen. Das ist nicht so etwas privates Information, ich finde ich, oder? Na doch, mein Alter ist schon eine private Information. Gut, wissen Sie, okay, Herr Steiner, wenn Sie möchten Geld verdienen, mit uns arbeiten und starten, müssen Sie Ihr Alter bestätigen, sonst wir können nicht weitergehen. Ach so, das ist ja ärgerlich. Möchten Sie mit uns arbeiten? Möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Was habe ich denn davon? Sie sind registriert auf Bitmon 24. Aha. Das heißt, Sie haben Interesse auf Kryptowährungen. Richtig? Ja, so ein bisschen. Bisschen, gut. Und damit wir können weitergehen, wir müssen Ihre Alter bestätigen, wie ich schon gesagt. Dafür, ich bitte Sie, Herr Steiner, mal sagen, wie alt sind Sie? Oder wann sind Sie geboren? Ja, geboren bin ich 92. 1928, meinen Sie? Nee. Oder? Habe ich nicht gesagt. Okay, okay. Wie viel ist Ihr Alter, bitte? Wie alt sind Sie oder ich beende schon Gespräch? Was? Wie alt sind Sie, Herr Steiner? Na, habe ich doch gerade gesagt. 28. Nee, 29. 29. Okay, gut. In nächsten Minuten werden Sie es bekommen, Anruf von nächster Abteilung, damit Sie können Ihr Handelskonto vorbereitet zum Aktivieren. Danke für Ihr Verständnis und Geduld und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, Herr Steiner. Okay. Danke. Paul Okulent aus Monheim, in Kassel. Wir haben Ihnen gerade eine sehr wichtige E-Mail geschickt. Bitte schauen Sie in Ihr E-Mail-Postfach, möglicherweise auch in Spam. Und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige und letzte Möglichkeit für Sie, die Sache durch Zahlung aus der Welt zu schaffen. Ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltskanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Ja, also in dem Sinne, bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. Hallo. Sprechen Sie mit Gandalf Golub? Mhm. Ja, hallo, grüß Gott, Herr Gellum. Mein Name ist Petra Müller. Ich rufe Sie aus Bitcoin Convert, aus BTC Trade. Sie haben ein Online-Handelskonto gemacht und ich möchte Ihnen fragen, möchten Sie das Konto aktivieren? Weil ohne Kontoaktivation dieses Account hat, sagen wir so, keine Bedeutung. Sobald Ihr Konto aktiviert ist, das können Sie schon anfangen, online zu handeln. Das dauert ein paar Minuten und das können wir gemeinsam machen, ja? Herr Gollum, ja. Möchten Sie Konto aktivieren? Na, gerade haben Sie ja gesagt, das hat ja keine Bedeutung. Sie haben nur einen Account gemacht und nur, ohne Aktivation des Accounts kann man nichts verwenden, das habe ich gemeint. Aha, okay. Das muss man aktivieren. Und für Kontoaktivation, ich helfe Ihnen, ja? Ja. Mhm. Okay. Sollen wir schon anfangen? Wie alt sind Sie, Herr Gollum? Warum wollen Sie das wissen? Möchten Sie Konto aktivieren oder möchten Sie nicht? Wenn Sie Konto aktivieren möchten, dann sind Standardfrage. Wie alt sind Sie? Was ist Ihr Beruf und so weiter? Das brauche ich für die vollständige Kontoaktivation. So, trägt man das nicht Frage. Da bei Ihnen auf der Webseite ein? Bitte? Trägt man das nicht bei Ihnen auf der Webseite ein? Nein, das machen wir so, online. Ach so, aber warum kann man das denn hier selber eintragen? Herr Gollum, das ist Kontoaktivation. Ich hab Ihnen schon gesagt, für Kontoaktivation, ich helfe Ihnen. Deswegen, ich rufe Sie an. Ach so. Aber das ist ganz normal Standardfrage. Sie brauchen keine Angst haben von mir und von diesen Fragen. Mhm. Ja, und nu? Bitte? Was denn nu? Ich verstehe Sie nicht. Haben Sie gerade ins Telefon gepupst? Möchten Sie Konto aktivieren oder möchten Sie das nicht? Was hat man denn davon? Wie alt sind Sie? Ich habe doch jetzt gerade zuerst eine Frage gestellt, oder? Sie können mir gar keine Frage stellen, wenn Sie, Sie können mir nur fragen, wenn es um Bitcoin oder sowas geht. Nicht sowas Dummes. Sind Sie bescheuert? Wahnsinn. Sind Sie komplett bescheuert? Sie rufen mich an und beleidigen mich? Haben Sie irgendwie einen Lattenschuss? Wie alt sind Sie? Das geht Sie gar nichts an, Sie Betrügerin. Und was sind Sie? Ja, definitiv kein Betrüger. Sie zocken die Leute ab, das ist ja ekelhaft. Ach so?
Warum? Woher glauben Sie, dass ich Betrüger bin? Ja, wenn Sie hier nur am Telefon beleidigen können, können Sie mal einen Schnabel zumachen, wenn Sie eine Frage stellen und dann ausreden lassen? Was haben Sie mir gefragt jetzt gerade? Ja, ich habe gerade gefragt, was das soll. Sie rufen mich an und beleidigen mich. Haben Sie irgendwie einen Dachschaden? Klemmt das irgendwie bei Ihnen im Köpfchen? Ja, doch, Sie haben gesagt, das ist eine dumme Frage. Sowas stellt man, sowas sagt man im... Schönen Tag. Ich rufe Sie bitte, was ist für Onlinehandel an? Ist das noch aktuell für Sie? Was? Onlinehandel mit Bitcoin-System. Ja? Ja, wollen Sie sich nicht vorstellen und den Firmennamen sagen? Also Bitcoin-System. So heißt die Firma, oder was? Firma heißt Unico. Aha, und Sie? Mein Name ist Hanna. Aha, okay. Ja, und was ist der Grund jetzt Ihres Anrufs? Ihre Voranmeldung. Ach so. Ja. Oh, ah? Sie wollen wieder mit mir spielen, oder? Hä? Sie wollen jetzt spielen, ne? Was? Wer sind Sie denn? Herr Steiner. Ja. Finden Sie den anderen, nicht mit mir. Warum? Warum? Aber ihr seid doch Bürger. Wenn Sie meinen, ich kann Sie ja nicht zwingen, irgendwas anderes zu sagen, ne? Ist Ihre Meinung am Ende? Nee, das ist Wissen. Nein. Doch. Können Sie es jemals wissen? Doch. Nö. Doch. Nö. Doch. Schimmeldöner, das klingt wie eine türkische Nachname. Ja. Schön. Ich bin auch Türke. Ja. Ja. Ich hoffe, Allah trifft dich noch beim Scheißen. Hoffentlich. So. Einen nicht guten Tag von Ihnen. Ja, das wünsche ich dir auch nicht. Ja, hallo, guten Abend. Spreche ich gerade mit dem Herrn Lothar? Was? Spreche ich gerade mit dem Herrn Telerand? Ja. Schön, Sie am Apparat zu haben. Herr Niklas Fischer spricht hier. Also, Sie spielen wieder. Was? Wollen Sie spielen oder was? Wieso? Ich höre meine Stimme zurück. Weiß ich doch nicht. Wissen Sie was? Was denn? Guten Tag, Herr Scheidenreiter, ja? Scheidener, ja. Genau. Grüßen Sie, hier ist Maya Schiller. Ich melde mich von Firmen. Sie sind gerade bei uns angemeldet, ja? Kann sein, ja. Auf der Plattform für Handelskonto. Wie weit sind Sie denn gekommen, Herr Scheidenreiter? Ich bin Ihre Ansprechpartnerin. Ich darf Sie gerne dabei helfen. Ja, na, ich habe jetzt hier auf so einen Knopf gedrückt und dann hat sich da was geöffnet, ja? Ah, okay, ja, das ist Ihre Konto sozusagen. Was sehen Sie auf dem Bildschirm, wenn ich sagen darf? Eine komische Webseite mit so einem blauen Streifchen. Ja, da sieht man nicht so viel, weil das ist so simpel gemacht, also ganz einfach gemacht. Schauen Sie mal, sehen Sie eine blaue Kästchen? Das Streifchen, meinen Sie? Genau. Da oben steht die Taste Deposit. Wo denn? Also, an der linken Seite sehen Sie, also da ist so eine Liste, zum Beispiel da steht auch Dashboard. Sehen Sie sowas? Nee. Okay, was sehen Sie genau? Mein Bildschirm. Ein Bildschirm? Ja. Okay, an der linken Seite in der Ecke sehen Sie Firmen? Ja, das könnte das heißen, ja. Also Firmen, drücken Sie bitte drauf. Ja. Und an der rechten Seite oben sehen Sie die Taste Login. Ja, jetzt bin ich ja wieder ausgelogt. Genau. Drücken Sie mal bitte jetzt auf Login. Ja, jetzt bin ich wieder eingeloggt. Okay. Wenn Sie jetzt eingeloggt sind, was sehen Sie? Wieder das blaue Streifchen. Ja, da an diese blaue Streifchen oben ist schwarze Taste, drauf steht Deposit. Nee. Oder an der linken Seite, sehen Sie neben, also ganz oben Einzahlung. Ja. Drücken Sie bitte drauf. Ja. Diese Taste brauchen Sie, die Einzahlung zu tätigen, um das Konto zu aktivieren. Okay. So. Welche Karte besitzen Sie? Eine Visa-Karte oder ein Mastercard? Da gar keine. Also über Website haben Sie Möglichkeit, mit einer Visa-Karte oder mit einer Mastercard einzusteigen. Haben Sie ganz normale Online-Banking?
Na, ich habe eine Maestro-Karte. Was haben Sie? Eine Maestro-Karte. Maestro-Karte. Hm. Okay, mit der Maestro-Karte können Sie Überweisung tätigen? Na, da kann abgebucht werden, ja. Okay, wenn ich Ihnen die Daten für die Überweisung sende, schaffen Sie eine Überweisung zu machen? Nee. Wieso? Na, wer blöde Fragen stellt, kriegt blöde Antworten. Warum ist das blöde Frage? Warum ist das eine blöde Antwort? Also ich habe gefragt, warum können Sie die Einzahlung nicht tätigen, wenn Sie eine Karte haben? Ja? Okay. Also wenn ich Ihnen Daten sende, schaffen Sie eine Überweisung machen oder nicht? Das kommt drauf an. Also möchten Sie das Konto aktivieren? Vielleicht. Sie sind ein Arschloch, ja? Sie auch. Ja, du bist ein Arschloch. Ja, du auch. Fick dich, du Idiot. Du auch. Hallo, guten Abend. Joanna Koch am Apparat von Bitcoin Profit. Spreche ich mit Herr Dirk? Das ist mein Vorname. Scheidenreiter ist mein Name. Scheidenreiter, ja, genau. Okay, also Sie haben sich bei uns eine Registrierung gemacht und ich bin hier dabei, Ihnen weiter mit der Aktivierung des Kontos helfen, damit Sie mit Handel starten können. Aha. Und bei Ihnen ist aber da ganz schön laut im Hintergrund. Können Sie das erstmal irgendwie abstellen? Ja, ich kann. Ja. Einen Moment bitte. Ist besser jetzt? Nee, kein Stück. Also, jetzt die Musik ist, also... Ja, ist immer noch genau die gleiche Lautstärke wie vorher. Nein, es ist nicht. Ja? Nein, es ist nicht. Also, wir arbeiten hier zu viele Leute und wir sprechen... Aber mit Betrügern möchte ich nicht am Telefon sprechen. Dann haben Nein, wir eigentlich schon bei mir verkackt. Doch, Nein, wir sind nicht Betrüger. Also, bei YouTube sagt immer einer... Sie, bei YouTube sagt immer einer, wenn da Musik... Jetzt hören Sie doch mal zu und sabbern Sie nicht dazwischen, weil sonst bestätigen Sie ja meine Meinung. Wirklich? So, kann ich jetzt mal was sagen? Im Internet gibt's alle Sachen, Sie können im Internet alles. Bei YouTube sagt immer einer, wenn da Musik im Hintergrund läuft, dann sind es Betrüger. Nein, das ist nicht korrekt. Also wir sind hier 100 Leute, was sollen wir machen? Ja, die Musik aus, dann würde das auf jeden Fall seriöser wirken. Also jetzt, die Musik ist sehr okay. Nee, die Musik ist sehr kanackisch. Weißt du was? Fick dich, du Arschloch. Ja, vielleicht machst du das einfach selber. Hallöchen, entschuldigen Sie, ich habe gerade aus Versehen aufgelegt gehabt. Akta Sogelmeiner, aber von der Firma Alvexo rufe ich an. Ich grüße Sie. Ja. Sie haben sich gerade registriert gehabt, da Sie am Finanzmarkt handeln möchten. Ist das richtig? Ja, aber bei Ihnen ist ja wahnsinnig laut. Da hört man fast nur Musik. Ja, das, also das ist ein Callcenter, ne? Das gehört mit dazu. Na, bei einem Callcenter hat man doch keine Musik an. Macht ja gar keinen Sinn. Dann versteht man sich ja noch schlechter. Mhm. Macht Spaß eigentlich, auf YouTube unterwegs zu sein? Ja. Gerold Steiner? Ja. Macht Spaß bestimmt, ne? Wie viele Follower hast du? Wie viele Abonnenten hast du? Ja, viele. Wie viele denn? Ja, viele. Na, wie viele denn ungefähr? Ja, viele. Ja, du kannst mir doch keine Zahlen nennen. Nenn mir doch mal bitte eine Zahl. Nö. Ja, wenn wir jetzt schon wissen, wer wir zusammen sind, dann können wir doch auch offen reden, oder? Verarschen brauchst du mich ja nicht mehr. Wie viele Leute betrügen ihr so am Tag? Wir betrügen keine Menschen, auf gar keinen Fall. Doch, ihr seid ja Verbrecher. Ihr seid kriminelle Verbrecher. Doch. Wie kommst du denn auf sowas? Ja, weil ihr über Betrügerwerbung Werbung macht. Okay. Zum Beispiel? Ja, was zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, welche Werbungen? Ja, eure komischen illegalen Werbungen. Und schon alleine welche der illegale Anruf. Und die 250 Euro, die jedes andere Betrüger-Callcenter haben will. Was für ein illegaler Anruf? Ja, ist ziemlich scheiße, wenn man den ganzen Tag belästigt wird, ne? Oh, okay. Ich weiß gar nicht, welche Kunden sich von uns belästigt fühlen. Ja, alle sicherlich. Und Kunden würde ich das nicht nennen. Ich würde das eher Betrugsopfer nennen. Meine Kunden in meinem Portfolio sind sehr zufrieden damit, wenn sie Geld verdienen, ja, und sich das auch auszahlen lassen. Wie gesagt, wir sind reguliert und lizenziert, aber mal ganz nebenbei, du kannst ja einfach gerne mal bei der BaFin anrufen und unsere Lizenzen durchgeben, dann kriegst du auch sofort mit, dass alles reguliert und lizenziert ist, ja. Ansonsten, Herr Scheidenreiter, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, wünsche ich dir nicht, du Betrüger. Hallo, schönen guten Tag, Herr Lullipusch? Oder Herr Steiner? Das ist egal. Wie lange wollen Sie es noch weiter probieren? Hä? Hä? Was? Ja, Sie haben mich schon verstanden. Nee, alles gut. Hab ich nicht verstanden. Langweilig, Ihr Leben, ne? Nee.
Ja, ich merke schon. Na gut, vielleicht hören wir uns nochmal die Tage, ja? Auf Wiederhören. Ja, gleich bestimmt. Oh, gleich bestimmt. Okay, alles klar. Dann bis gleich. Aber lassen Sie sich wenigstens eine andere Endung für Ihre E-Mail-Adressen einfallen. Nee. Ja. Tschüss. Ja, bis gleich. Hi, can I speak with Mr. Carr? Nee. Carr Klobotterbe. Is it you? Das okay. Ist richtig. Okay. Aber warum nutzt du mich auf Ausländisch voll? Say, do you speak a little bit of English? Nee. Okay, I'm calling you from Tradexo. You are online on the webpage, right? Oh ja, das stimmt, ja. Das hast okay. du gut erkannt. Okay, I was assigned as your personal account manager. I would like to give you information and help you with your account activation, okay? Ja, das kannst du machen, wenn du willst. All right. Sorry, I will try to speak slowly and in simple words, okay? Ja. Okay. Soll ich etwas langsamer sprechen? Okay. Deutsche Sprecher? Ja. Alright. Right now, sir, Deutsche Sprechers are busy. Right now, I'm available to help you for the account. And later, I can schedule a call back. But just tell me, sir, what is your age? How old are you? Ja, ich bin 29. 20. 50? 29. Alright, so, can you tell me in English, sir? Tja, das ist wohl für dich ein Problem, dass ich dich verstehe, aber du mich nicht. Very good. Alright. Ja. So, tomorrow, when would you be able to receive German speaker phone call? Ja, genau. Weil, ob ich mir jetzt mit der Hand vor den Arsch fasse oder weitermache mit dir, das kommt eigentlich aufs Gleiche drauf hinaus. Okay, alright, sir. If you wish, I can help you to make your investment. Genau, weil damals, als ich Pommes gegessen habe, da habe ich mich am Senf verschluckt. Und dann bin ich auf der Mayonnaise ausgerutscht und dann lag da plötzlich eine Banane. Okay, sorry, once again, can you repeat, how old are you? Ja, aber du versuchst es auf jeden Fall, mich weiter zu verarschen. Das ist ja schon mal ganz nett, obwohl wir uns so gar nicht miteinander verstehen. Okay, tomorrow German speaker will call you, alright, Deutsche Sprecher. Dann kann er auf jeden Fall morgen nochmal so eine Kakerlake anrufen. Okay, danke, tschüss, bye-bye. Ja, mach's gut, Baby. Bye-bye. Hallo, ich spreche mit dir, Klabetaubach. Ja. Ariane Torres ist mein Name, ich grüße Sie. Ich melde mich von der Handelsplattform FIMOM bezüglich Ihrer Anmeldung über Onlinehandel, korrekt? Weiß ich nicht, ob das korrekt ist. Also, Sie haben gerade Registrierung gemacht. Ja, und wie heißt die Firma? FIMOM. Nö, sowas habe ich nicht offen. Das haben Sie nicht gemacht? Nee. Okay, top. Ja, Betrüger. Wunderschönen guten Abend, Herr Hartmut. Ich bin Matthias Hoffmann von der Firma FIMOM. Oh, toll. Wie ich im System sehe, Sie haben Interesse am Finanzbörse zu handeln, korrekt? Oder? So, super. Ich bin Ihr offizieller Ansprechpartner und würde sehr gerne jetzt einen Schritt zu Schritt erklären, wie es alles bei uns läuft, ja? Und natürlich bei helfen, Handelskonto vollständig zu aktivieren. Ja, wenn es sein muss. Ja, muss es nicht, ja. Sie haben selber Interesse geäußert, deswegen bin ich ja dabei. Ach so. Einfach weiter zu helfen. Ja. So, erstmal sagen Sie mir, ob Sie Erfahrung in diesem Bereich haben. Nee. Nee, gar keine. Nee. Warum sprechen Sie mit mir Lautsprecher? Warum haben Sie überhaupt Lautsprecher an? Können Sie mich nicht so einfach hören? Nee. So hören, meine ich? Nee. Okay. So, dann machen wir so. Also, von unserer Seite für die ersten Schritte bekommen Sie alle Hilfe, was Sie dafür benötigen. Das heißt, Sie bekommen eine finanzielle Expert, die mehr als 10-jährige Erfahrung in diesem Bereich hat, ja. Und in Zukunft, wenn Sie Hilfe dafür brauchen, ja, Positionen zu öffnen, schließen oder irgendwelche Empfehlungen brauchen, die würden immer Ihnen dabei helfen, ja. Sie wissen ja, dass Sie Startkapital dafür brauchen. Was denken Sie, mit welcher Summe wollen Sie bei uns einsteigen? 15 Euro. 15 Euro ist aber zu wenig, ja. Normalerweise am Finanzbörse zu handeln, brauchen Sie minimal 250 Euro. Ja? Ja. Das ist minimale Einstiegskapital bei uns.
Natürlich Schritt für Schritt können Sie Ihre Kapital aufbauen, aber das dauert ein bisschen Zeit, ja, bis Sie damit Ihre Ziele erreichen. Mhm. Weil 250 ist auch nicht große, riesig große Summe. Ja. Bei uns die Aus- und Einzahlungen geht gebührenfrei mit Kreditkarten. Welche Zahlungsmethode besitzen Sie? Das ist keine Zahlungsmethode. Welche Zahlungsmethode haben Sie? Ja, muss ich mal überlegen. Bitte. Hab ich vergessen. Mhm. Können Sie im Geldbeutel schauen, ob Sie welche Karte haben? Ja. Ja, dann schauen Sie bitte. Okay. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Mhm. Bitte? Mhm. Nochmal. 29. 29. Und was sind Sie beruflich? Was ich von Beruf bin. Genau, was bist du beruflich? Ja, da bin ich Fischstäbchenformer. Mhm. Super. Ja. Und was genau machen Sie? Wo denn? Wann denn? Was denn? Jetzt gerade? Wie? Hä? Nochmal, was machen Sie genau beruflich? Fischstäbchenformer. Aha, okay. Und Sie? Ich? Ja? Ich bin Kontoberater. Also Callcenter-Mitarbeiter. Nein, ich handle mit Kryptowährungen. Ach so. Wie ist denn gerade der Kurs von Bitcoin? Circa 35.000. Wissen Sie, wie viel ist genau Litecoin? Nee. Nee, wissen Sie nicht, okay. Haben Sie Geldbeutel gefunden? Ach ja, hab ich vergessen. Mach. Dann viel Spaß damit. Ja. Hallo? Hallo, spreche ich mit Herrn Klabatterbach, Karl? Mhm. Ja. Hallo. Sie hatten sich bei uns, glaube ich, früher heute für Handel und Finanzmarkt interessiert. Ja, im Bereich Aktienhandel. Korrekt, vollautomatisierten Handel. Sie wollten investieren und zusätzliches Einkommen verdienen. Stimmt? Ja, das dachte ich. Mhm. Also wir rufen Sie normalerweise an, damit wir einfach kurz erklären, worum es geht. Die meisten von unseren Kunden haben keine Erfahrung am Finanzmarkt. Was? Ja, die meisten von unseren Kunden haben keine Erfahrung am Finanzmarkt, deshalb rufen wir an, einfach damit wir erklären, worum es geht und wie das funktioniert. Ja. Okay. So, sind Sie komplett neu dabei oder haben Sie schon Erfahrung? Nee, ich bin da neu. Verstehe. Und also Sie möchten mit der Minimuminvestition starten, vermute ich. Sie möchten auch das austesten, schauen, wie das läuft, oder? Ja. Okay, dann momentan in diesem Zeitpunkt, sind Sie bereit, mit dem Minimumbetrag zu starten oder geht das zu einem späteren Zeitpunkt? Ja, geht jetzt. Geht jetzt? Ja. Okay, die E-Mail-Adresse ist karl.klabatterbach@gmail.com, korrekt? Ja. Okay. So, haben Sie jetzt ein PC dabei oder nur die Mobilgeräte? Die Frage war witzig. Nee, ich frage, weil wenn Sie ein PC dabei haben, ist es leichter mit dem Maus, mit dem großen Bildschirm. Da können Sie sich ganz ruhig einloggen, das Konto schauen und aktivieren. Ja, hat wieder lustig geklungen. Tut mir leid, also ich probiere nur meinen Job zu machen. So, okay. Machen Sie die Kontoaktivierung per Karte oder per Banküberweisung? Was bevorzugen Sie? Gibt es da auch was anderes? Nein, wir können mit Visa, mit Mastercard und mit Banküberweisung ein- oder Auszahlungen machen. Was für eine andere Option brauchen Sie? PayPal. PayPal bieten wir leider nicht an. Oh, die anderen haben aber alle PayPal. Ja, PayPal hat Probleme. Nee. Mindestens ein paar Mal pro Jahr mit Datenschutz und so weiter und so fort. Und das ist eine Geschäftsentscheidung, dass wir damit nicht arbeiten. Du machst mich so lächerlich. Du redest von Datenschutz? Du solltest dir deinen Mund mit Seife auswaschen. Von Datenschutz redet die Kakerlake da. Oh Mann, ist ja kaum zu fassen. Möchten Sie weitermachen oder gibt es keinen Sinn zu reden? Doch, ich habe da großes Interesse dran, ja. Ich glaube nicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Ja. Auf Wiederhören. Ja, Betrüger. Hello, am I speaking with Sigmund? Was? Am I speaking with Sigmund? Was hast du im Mund? Spreche ich mit Sigmund? Ja, den Nachnamen muss man ja sagen, nicht den Vornamen.
Ist dein Name Sigmund? That is what I'm asking you. Ja, das ist mein Vorname, aber das sagt man ja so nicht. Okay. Do you speak a little bit of English? Ja, ich spreche ein bisschen little bit in Englisch, aber ich habe da keine little bit Lust zu. Okay, mein Name ist Sage, ich rufe Sie von der Firma Brown Finance in Bezug auf das von Ihnen eröffnete Online-Händlerskonto. Hast du gut vorgelesen. Do you know what I'm talking about? Ja, genau. Okay, so ich bin Ihr Account Manager. Ich bin hier, um Ihnen bei der Aktivierung Ihres Kontos zu helfen. Oh je. Okay, do you want to activate your account? Ja, ich mag Monte. Aber manchmal esse ich auch kleine Kekskrümel. If you speak a little bit of English, I please ask you to speak because my German is not that good. Ja, das merke ich schon, aber das weiß ich nicht, warum du denn hier überhaupt anrufst, weil letztendlich war ja der Datensatz auch ein Deutscher, oder nicht? I speak Deutsch, but a little bit. Naja, nicht nur unbedingt ein little bit, sondern ich glaube eher gar nicht. Okay, I will send you an email, okay? Kann man das essen? I will send you an email, sir. Ja, aber, okay. Aber nicht, dass das weh tut. Okay, thank you, goodbye. Ja, das wünsche ich. Hallo? Are you speaking to Sebastian? Nee. Do you speak English? Nee. Do you speak German, Deutsch? Ja. Alright, just a moment, please. I will transfer you to my German-speaking colleague. One moment, please. Just a moment, okay? Uh-huh. Just a... Guten Tag, Sebastian, Kathi Fein, sprechen Sie Deutsch? Ja. Okay, ja, das ist perfekt. Also, mein Name ist Rachel Ford. Ich rufe Ihnen an, wegen dem Ihre interessiert auf unserem Plattform. Also, haben Sie eine Erfahrung im Finanzmarkt oder ist das die erste Mal? Ja, habe ich schon ganz oft. Also, Sie haben eine Registration gemacht und Sie sind interessiert im Finanzmarkt. Also, haben Sie eine Erfahrung in diesem Industrie oder nein? In was? Also wissen Sie etwas wegen dem Finanzmarkt oder nein? Finanzmarkt? Ja, Finanzmarkt. Also, das ist zum Beispiel Kryptomonete, wie sagt das mal, also Ethereum, Bitcoin und so weiter. Haben Sie wegen dem Bitcoin zum Beispiel etwas gehört früher? Gehört. Ja? Also haben Sie oder ja sicher, okay, das ist perfekt. Nee. Also, haben Sie selber vorher Trading gemacht oder so oder nein? Nee. Nein, noch nicht. Okay, das habe ich verstanden. Okay, dann wann haben Sie eine Registration gemacht? Sind Sie interessiert im Trading oder zum Beispiel das Geld erinnern oder... Hä, war das eine Frage? Also, Sie haben eine Registration gemacht, weil sind Sie interessiert im Trading oder möchten Sie das Geld erinnern? Was, ich will mit dem Geld onanieren? Ich verstehe die Frage nicht. Also, was? Okay, das verstehen Sie nicht. Okay, also, was machen Sie für Ihre Arbeit jetzt? Was ist Ihre Arbeit? Was meine Arbeit ist? Ja. Ja, gehe ich auf den Strich. Können Sie das nochmal sagen? Ich gehe auf den Strich. Können Sie mir bitte erklären, leider mein Deutsch ist nicht so gut ist und ich habe das leider nicht verstanden. Was denn? Ich habe nicht verstanden, was machen Sie für Ihre Arbeit? Ach so, was ich beruflich mache. Ja, da gehe ich auf den Strich. Okay, also suchen Sie ein zusätzliches Einkommen. Ein was für ein Einkommen?
versuchen Sie ein zusätzliches Einkommen. Was ist denn ein zusätzliches? Hallo? Also, sind Sie von Deutschland? Ja, aber Sie ja nicht, und man versteht ja kein Wort. Sie können das nicht verstehen. Okay, dann sage ich nochmal. Suchen Sie ein zusätzliches Einkommen. Also, das heißt zum Beispiel, wenn Sie machen ein Trading, dann Sie können also sozusagen extra Geld zu haben. Verstehen Sie jetzt? Ja, nicht so richtig. Ihr Deutsch ist ja ganz furchtbar. Also ja, das, ich verstehe das, das ist nicht ein bisschen richtig, aber trotzdem, ich probiere Ihnen etwas zu erklären. Richtig, das ist nicht mal ein bisschen richtig, wenn, ja. Wenn das ist nicht okay für Ihnen, dann ich kann Ihnen passen zu meiner Kollegin, sie ist aus Deutschland und vielleicht sie kann Ihnen alles viel besser erklären. Machen wir das? Ja, ich habe zwar nichts verstanden, aber meinetwegen. Okay, dann ich passe Ihnen zu meiner Kollegin und sie erklärt Ihnen alles, okay? Aha. Okay, ciao. Hallo? Ja, hallo, schon da. Ich spreche gerade mit Henry. Mit wem? Mit Henry. Ja, das ist mein Vorname, das heißt nicht Herr Henry. Guten Tag, mein Name ist David Asch. Ich spreche mit dem Herrn Zahnschmelz. Sebastian Zahnschmelz ist hier. Ich höre meine Stimme zweimal. Bin ich auf Lautsprecher? Nö. Ich weiß es nicht. Herr Zahnschmelz, wie gesagt, ich bin der Herr Asch. Ich melde mich von der FXbox. Ich habe gesehen, dass Sie sich bei uns vor kurzem registriert haben. Aha. Was heißt aha? Ja, weiß ich nicht. Okay, hier steht straubinger.gandalf@gmail.com. Das sind Sie dann, ja? Das ist meine Adresse, ja. Genau. Sie haben, wie es hier aussieht, vor kurzem mal so Interesse an Krypto gezeigt. Das ist korrekt. Weiß ich nicht, also keine Ahnung von. Sie müssen schon wissen, ob Sie Interesse an Krypto gezeigt haben oder nicht, also ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht. Okay. Haben Sie den Account eröffnet oder nicht? Nö. Wie es aussieht, ist das eine falsche Nummer. Keine Ahnung. Ich frage es mal hier so ein und wenn Sie sagen keine Ahnung, dann habe ich auch keine Ahnung. Es tut mir leid. Aha. Dann entschuldige ich mich für die Störung und auf Wiedersehen erstmal. Hallo? Ich heiße Jack und ich rufe Sie von Automatisiert Bitcoin System. Wie geht's Ihnen heute? Ja, ganz gut. Sie haben ein Handelskonto eröffnet bei uns? Ja. Okay, so jetzt, ich bin Ihr Kontomanager und ich kann Sie assistieren mit dem Handel zu beginnen, okay? Aha. Haben Sie eine Visa oder Mastercard, um Ihr Konto aktivieren? Wollen Sie mir nicht erstmal erklären, was Ihre Firma so alles macht, bevor Sie einmal eine Kohle wollen? So, unser System ist voll automatisiert, so Sie brauchen nur Ihr Konto aktivieren. Nachdem Sie werden einen Senior Konto Manager haben und er wird Sie die ganze Zeit assistieren mit dem Handel und mit dem System, ja? Und wie funktioniert das? Alles ist automatisiert. Das Computer wird für Sie handeln. Aha. Aber wozu brauche ich denn so einen Mann? Wie bitte? Na, Sie haben doch gerade gesagt, da gibt's ja dann noch irgendeinen komischen Typ dazu. Wozu brauche ich denn den, wenn das automatisch geht? Sie brauchen nur Ihr Konto zu aktivieren. Ja, aber damit haben Sie ja jetzt nicht meine Frage beantwortet. Was ist Ihre Frage? Hören Sie eigentlich auch zu, oder? Weiß ich nicht. Ich habe Ihnen doch die Frage klar und deutlich gestellt. Okay, schönen Tag noch. Aha, Betrüger. Hier ist die Firma Eurocollect aus Monheim, in Kasso. Wir haben Ihnen gerade eine sehr wichtige E-Mail geschickt. Bitte schauen Sie in Ihr E-Mail-Postfach, möglicherweise auch in Spam. Und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige und letzte Möglichkeit für Sie, die Sache durch Zahlung aus der Welt zu schaffen. Ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltskanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Ja, also in dem Sinne, bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. Hallo, guten Tag. Hören Sie mich? Ja. Guten Tag, Marcel, Johann Kappel am Apparat. Sie bekommen einen Anruf von der Europäischen Finanzbörse. Ich möchte mit Herrn Klabauer sprechen. Ja.
europäische Finanzbörse wegen Ihrer Anmeldung. Wie ich sehe, Sie haben Interesse gezeigt auf unserer Plattform. Richtig? Hm. Hallo? Hallo. Ich höre Ihre Stimme sehr schlecht. Sagen Sie mir also, haben Sie Interesse gezeigt auf unserer Plattform mit Bitcoin Revolution? Ja, weiß ich doch nicht. Wie habe ich es denn gezeigt? Sagen Sie mir noch ganz kurz, also, was für ein Interesse haben Sie auf die Finanzbörse und genau damit werden wir alles weitermachen, ja? Ja, weiß ich nicht. Okay, also haben Sie Interesse, sich informieren über dieses Thema, über Handelsprozess mit Bitcoin? Hm. Wie bitte? Was bringt's mir denn? Profite, regelmäßige Profite. Okay. Ist das interessant für Sie? Ja. Okay. Dann sagen Sie mir also, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder ist das alles neu für Sie? Hm. Also, hören Sie mich, oder nicht? Ja, sure. Ja, aber ich höre Ihre Stimme sehr schlecht. Also können Sie aufwachen und mit mir so normal sprechen? Oder muss ich auflegen? Ja, wo legen Sie dann auf? Okay, das ist unseriös. Ciao, ciao. Ja, Betrüger. Mhm. Guten Morgen, spreche ich mit Herr Klabauterbach? Ja, Herr Klabauterbach hier. Sehr gut. Herr Klabauterbach, mein Name ist Victoria. Ich erreiche Sie aus dem Finanzmarkt wegen Ihrer Registrierung auf unserer Webseite. Mhm. Also, ich bin Ihre Kontomanagerin. Ich möchte Ihnen helfen mit der Aktivierung Ihrer Handelskonto auf unserer Plattform. Und gleichzeitig möchte ich Ihnen auch über unsere Services erklären. Mhm. Ist es jetzt eine gute Zeit, mit Ihnen zu sprechen, oder soll ich halt später? Was? Bitte? Ja. Also soll ich Ihnen später anrufen, oder jetzt ist es eine gute Zeit, mit Ihnen zu sprechen? Nee, sind doch schon dran. Okay, alles klar. Herr Bauterbach, also, hatten Sie jemals Erfahrung gehabt auf dem Finanzmarkt, oder mit Handeln? Hm. Ja? Ja. Und wie beschreiben Sie in Ihren Erfahrungen? Ja, sehr lehrreich. Bitte? Sehr lehrreich. Lehrreich? Hm. Also schlecht? Nö. Okay, und wie alt sind Sie? Sie rufen bei Leuten an und stellen lauter Fragen und... Ja, klingt nach Betrug. Bitte? Sie sind eine Betrügerin. Ich bin eine Betrügerin. Ja, weil Sie das gleiche Skript machen wie die Betrüger. Ich müsste wissen, wie alt sind Sie, sodass ich mit Ihnen weitersprechen kann. Hm. Also wie alt sind Sie denn? Also bei einer legalen Firma trägt man sowas einfach ins System mit ein. Betrüger fragen sowas am Telefon. Frage jetzt gerade in unser System über Ihnen Informationen. Also wenn Sie das nicht beantworten möchten, dann ich werde mit Ihnen weiter nicht sprechen. Ja, weil Sie ja auch Betrügerin sind. Aha, okay, alles klar. Dann bitte hören Sie auf, so viele Kontos aufzumachen auf dem Finanzmarkt. Nee, und, da kommen noch viel mehr. Es würden noch mehr kommen? Ja, aber ich muss ja eure Zeit verschwenden, damit ihr nicht so viel mit anderen Leuten telefonieren könnt. Okay, alles klar. Ja. Hallo? Wunderschönen guten Morgen. Spreche ich da mit Luise Schmidt? Luis Schmidt, ja. Hm? Ah, Luis Schmidt. Schön, dass ihr erreicht kann, Herr Schmidt. Ich rufe hier von der Alvexo an. Sie hatten sich gestern auf unserer Seite angemeldet und hatten Interesse am Traden. Hm. Genau. Herr Schmidt, mal eine kurze Frage. Haben Sie denn schon irgendwie Erfahrung mit dem Traden machen können? Hm. Ja? Ah, wunderbar. Genau. Ich helfe Ihnen jetzt heute bei der Einrichtung Ihres Kontos, Herr Schmidt. Womit haben Sie das denn gestern gemacht? Mit dem Handy, Computer, Tablet? Computer. Ah, Computer, super. Haben Sie den auch gerade an? Mhm. Okay, also Sie können das Ganze auch mit dem Handy machen. Ich schicke Ihnen mal jetzt kurz mal die Login-Daten. Schauen Sie mal einmal in Ihren E-Mails nach. So. Herr Schmidt, mal eine kurze Frage. Sie hören sich noch ganz jung von der Stimme an. Dürfte ich fragen, wie alt Sie denn sind? Mhm. Nein? Mhm. Ich muss es leider wissen wegen der Altersabfrage, weil Kunden unter 18 dürfen bei uns nicht handeln. Hallo? Herr Schmidt? Mhm. Herr Schmidt, haben Sie Interesse oder haben Sie sich nur so aus Spaß hier angemeldet? Sie hören sich so an, als macht Ihnen Ihr Job gar keinen Spaß. Doch, eigentlich.
Ja. Das ist der geilste, beste Job, den ich je hatte, um ehrlich zu sein. Leute verarschen und betrügen, ja? Nee, wie, was für betrügen? Du bist ein ekelhaftes Arschloch, das auch noch als geil zu bezeichnen, den Job. Kann ich nur danken zurückgeben. Mhm. Auf jeden Fall schönen Tag dir noch. Ja, dir nicht. Ja, hallo, schönen guten Tag. Jessica Jonsen von Cura Blue hier. Ich wollte gerne mit Herrn Bengel sprechen. Ist im Apparat. Ja, wunderbar. Ich melde mich wegen dem Pflegegrad in der Familie. Ich rufe Sie an, damit Sie die kostenlosen Pflegehilfsmittel regelmäßig monatlich nach Hause geschickt bekommen können. Zu den Pflegehilfsmitteln, die da von der Pflegekasse übernommen werden, gehören Desinfektionsmittel für die Hände. Dann kann man Desinfektionsmittel für Oberflächen kostenlos bekommen. Einmalhandschuhe werden von der Pflegekasse bezahlt. Auch der Mundschutz, da sowohl die FFP2-Masken wie auch die OP-Masken. Und dann kann man fürs Bett Auflagen und Schürzen bekommen, wenn man sie benötigt. Falls Sie das noch nicht beantragt haben sollten, kann ich Ihnen gerne mal ein Informationsschreiben fertig machen, da den Antrag für Sie fertig vorbereiten und beilegen. Was meinen Sie? Nee, bei uns gibt es gar keinen Pflegefall. Aber was sicher ist, Sie haben die Daten, also die Daten, die Sie jetzt anrufen, aus einer illegalen Quelle aufgekauft. Naja, das ist jetzt, würde ich sagen, eine Art Unterstellung. Nee, das ist sogar Wissen, weil ich kann Ihnen sogar sagen, jetzt hören Sie mal zu, ich kann Ihnen sogar sagen, dass ich das weiß, weil den Charakter, den Sie da anrufen, der ist komplett von mir erfunden und sogar die Rufnummer für diesen Zweck, um Betrug im Internet aufzudecken, wie Kriminelle Nummern und Telefonnummern verkaufen. Und dieser Datensatz ist jetzt in Ihrer Datenbank. Ja, okay. Was ich Ihnen anbieten kann, ist, wenn Sie das gerne möchten, dass ich Ihnen einen Nachweis zuschicken kann, woher wir die Daten haben. Ich weiß, wovon Sie die Daten haben. Das ist von einem Gewinnspiel. Mhm, richtig, genau. Richtig. Und Sie haben aber kein Double Opt-in gemacht. Wir haben kein was gemacht? Kein Double Opt-in. Sie dürfen mich nicht anrufen. Sie dürfen mich lediglich per E-Mail informieren. Okay, da stecke ich jetzt in der Materie nicht so drin, weil ich bin nicht direkt von diesem Gewinnspiel, sondern wir haben halt diesen Datensatz bekommen. Wie wollen wir damit umgehen? Soll ich das weiterleiten an einen Vorgesetzten, dass Sie da nochmal kontaktiert werden? Oder soll ich Ihnen diesen Nachweis schicken? Oder soll ich Sie einfach rausnehmen aus dieser Datei? Ja, ich denke mal, die Sache mit dem Vorgesetzten wäre mal ganz gut, ja? Alles klar, dann werde ich das veranlassen, dass Sie da nochmal angerufen werden. Gibt es eine Tageszeit, die Ihnen da ganz gut passt? So 15 Uhr meistens. Alles klar, werde ich so weiterreichen. Soll ich Ihren, wenn Sie sagen, das ist eine erfundene Person, soll ich da den Ihren richtigen Namen notieren oder soll mein Vorgesetzter einfach so anrufen? Einfach so anrufen, das reicht denn schon. Alles klar, prima, werde ich weiterleiten, ja? Danke. Noch einen schönen Tag für Sie, tschüss. Vielen lieben Dank, dass ihr bei dem Hörspiel Kakerlakenparty mit dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt gern den Daumen nach oben und teilt das Video auch gerne mit euren Freunden, Verwandten und Bekannten. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.